In den letzten Videos haben wir uns ein bisschen mit Energie beschäftigt, das machen wir heute auch. Und heute überlegen wir, wie viel Energie wir brauchen oder ziehen müssen, um dieses Bier dann kalt zu stellen. Was brauchen wir als allererstes? Ja, eine Flasche Bier. Geht voll. Und dann brauchen wir natürlich eine Flasche Bier leer. Das haben wir schon mal vorbereitet, weil wir nämlich die Menge von einem Liter Bier berechnen. Ist einfacher zu rechnen. Dafür brauchen wir dann zwei Flaschen, die wir hier vorbereitet haben und haben die schon mal gewogen vorher. So, Durchschnittsgewicht einer leeren Flasche, wie wir in diesem Fall haben, 850 Gramm. Okay. So, dementsprechend plus halb Liter drin, 850 plus 500 Milliliter, kann sich jeder selber ausrechnen. Als nächstes berechnen wir nämlich dann die Oberfläche und das Volumen dieser Flasche. Jetzt stellen wir fest, unten haben wir einen Zylinder, oben aber nicht. Berechnen wir denn das? Das haben wir für uns euch schon mal vorbereitet. Als allererstes fangen wir an mit der Formel für den Zylinder. Diejenigen, die unseren Kanal abonniert haben, sagen, hey, kenne ich, kann ich. Kenne ich auswendig. Schon mal gemacht, ne? Wundermal. Bierdose berechnet, ne? Braukessel berechnet. Also R Quadrat mal Pi mal H, das ist der Zylinder unten, das ist ungefähr die Hälfte. Dann brauchen wir als nächstes, man nennt es auch, was, da ist es Kegel, beziehungsweise Kegelstumpf, den wir hier oben haben. Wir ignorieren den Kronkorken oben und da haben wir nämlich diese Formel für. Warte, die muss ich mal ranzoomen. Die ist ein bisschen komplexer. Ein bisschen, ja. Okay. Das ist das Volumen dazu. Und die addieren wir dann gleich zusammen. Beim Kegelstumpf müssen wir noch beachten, dass wir nämlich nicht die Höhe nehmen können, sondern wir müssen diese schräge Länge berechnen. Auch dafür gibt es wieder eine Formel. Nein, die müsst ihr jetzt nicht alle auswendig kennen. Die ist auch halb so schlimm, wie ihr die nicht kennt. Ja, die kennt man doch. Mach ich im Schlaf. Klar, einmal rückwärts. Da steht sich versetzt, ne? Und natürlich die Oberfläche beider, also sprich einmal Kegel, Kegelstumpf, beziehungsweise habe ich es, egal, dann brauche ich die hier, einmal Zylinder und einmal Kegelstumpf, was Oberfläche angeht, stimmt, das sind sogar die richtigen Formeln dazu. Das müsst ihr jetzt nicht alles nachmachen, wir haben das für euch schon mal bereits vorbereitet. Damit haben wir beim Stumpf oben, beim Kegelstumpf, ein Volumen von 230 Kubikzentimeter und eine Oberfläche von 229 Kubikzentimeter. Oh. Vom Zylinder unten sind wir dann bei 500,89 Kubikzentimeter und einer Oberfläche von 368 Kubikzentimeter. Addieren wir das zusammen, haben wir bei der gesamten Bierflasche ein Volumen von 731 Kubikzentimeter und eine Oberfläche von 526 Kubikzentimeter. Jetzt kommt erstmal die Frage, Moment, wenn da 700 Kubikzentimeter an Volumen sind, da aber nur 500 Milliliter reinpassen, welche ungefähr 500 Kubikzentimeter sind, wo ist denn der Rest? Jetzt die Glasdicke. Mhm. Die Glasdicke liegt bei Masse alleine bei 231,16 Kubikzentimeter, die das Glas ausmacht. Nur damit ihr damit die Unterschiede mal gehört habt. Warum wir das alles machen? Damit wir wissen, wie viel Energie wir da reinstecken müssen, um die Bierflaschen runterkühlen zu können. Auch das braucht ihr nicht machen, auch das haben wir für euch vorbereitet. Da brauchen wir dann einmal diese Formel für. Das ist die Wärmekapazität, spezifische Wärmekapazität des Bieres. Auch die haben wir für euch schon vorher vorgelegt und natürlich die Masse. Ich gebe euch auch gleich die Werte durch. Weil, ne, CTH kommt nämlich hier nochmal drin vor, damit wir die Gesamtmenge Wärmemenge in Joule dann berechnen können mit der Wärmekapazität, die wir gerade gezeigt haben und der Temperaturdifferenz. Wir gehen davon aus, dass wir ein Bier haben, was 20 Grad warm ist, auf 4 Grad runtergekühlt werden soll und bei zwei Flaschen, wir gehen davon aus, dass beide voll sind, macht das 88,478 Kilojoule aus. Die berechnen wir dann gleichzeitig, wenn ihr einen Superkühlschrank habt. Bei einer Leistung von 160 Kilowattstunden pro Jahr kommen wir dann insgesamt auf 0,0245 Kilowattstunden, um diese beiden Flaschen auf 4 Grad runterkühlen zu können. Das macht ungefähr 0,07 Cent. Mhm. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, so 0,07 Cent ist jetzt nicht wahnsinnig viel, um zwei Flaschen runterkühlen zu können. Ja, macht das mal ein ganzes Jahr. Das ist das falsche Bier im Kühlschrank. Ne? So, um sich das komplett sparen zu können, trinke ich das Bier immer lieber gerne auf Zimmertemperatur. Ich habe das hier mal vorbereitet. Machen wir für den Abend gerne hinter der Kamera. Wir haben mal Prost, ne? Ja, Prost. Ja. So, dann Kanal abonnieren, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.